Ja, hallo meine Nutella-Versalzer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal ja mit einem ganz neuen Brotaufstrich. Ja, und zwar haben wir hier einmal die Salted Karamellcreme, Leute. Ja, wie geil ist das denn? Salted Karamell ist ja jetzt das Highlight. Ja, es gibt viele verschiedene Schokoladen mit Salted Karamell. Es gibt eine Salted Karamell Mousse, es gibt Salted Karamell Eiscreme, es gibt eigentlich mittlerweile alles mit Salted Karamell. Jetzt hier auch mal eine cremig süße, Creme, Brotaufstrich für Leute, die mal keine Lust haben auf Nutella. Und die werde ich jetzt hier mal probieren. Ja, ich stehe auch total auf Salted Karamell. Und ich habe auch schon mal tatsächlich so eine Karamellcreme probiert. Die hat mir jetzt gar nicht so gut geschmeckt. Aber Salted Karamell ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Oh ja, und der Karamellgeruch, der haut echt total durch. Ja, ich werde sie jetzt hier mal so pur probieren mit einem Löffel. Ja, ihr könnt das hier sehen. Sie ist auch relativ fest. Ja, also sie ist nicht flüssig. Sie ist fester von der Konsistenz jetzt als Nutella. Ja, es schmeckt schon mal sehr intensiv nach Karamell, ja, was eine Überraschung. Es schmeckt auch sehr, sehr süß, muss ich sagen. Ja, es schmeckt sehr stark nach Karamell und es ist wirklich eine süße Creme. Ja, hier steht ja auch drauf, cremig süß. Nichtsdestotrotz, ich finde, ja, jetzt so im Abgang, man schmeckt schon ein bisschen, dass es gesalzen ist. Aber es ist echt nur richtig, also es ist wirklich minimal, ja, ganz eben. Naja. Es geht so, Leute. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Salted Karamell erwartet. Ja, das ist nicht vorhanden. Bisschen mehr Salz, weniger süß, wäre ganz geil. Auf einer Skala von 1 bis 10, daher auch durchschnittliche 5 Punkte. Ja, es ist nicht die beste Creme. Wie gesagt, könnte ein bisschen salziger sein, wenn man es auf Brötchen oder auf Toast isst. Vielleicht streut sich daher der eine oder andere nochmal ein bisschen Salz drüber. Das kann ja nicht schaden. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut doch auch gerne meine Vorschläge hier oben immer an und meine anderen Videos. Ich habe ja schon mehrere Cremes für euch getestet. Und abonniert hier oben auch gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns, Leute. Tschüss!